Okay, also ich brauche auf jeden Fall den Schalter raus. Das brauche ich noch ein bisschen. Okay, Beute verkaufen. Oh, warte mal. Ich hab so ein 3, jawohl. Dann reicht's doch für einen Schalter, oder? Nee, reicht's nicht. Das kostet der Schalter, aber 1700, alles klar. Nur so ein bisschen sparen. Wenn du Geld ausgeben willst, ich verkaufe. Ah, dein Hund ein bisschen streicheln, du machst ja nicht. Nö. Reicht ja, wenn du das machst. So. Wollen wir uns eigentlich Fortbewegungsmittel suchen oder hier durch den Wald stiefeln? Nein, da ich in der Spitze, was du jetzt machen willst. Zu dem Punkt. False End. False End oder ist oben ist eine Achtung. Ganz weit. Da oben ist eine Achtung. Ja, dann nimm mit. Hinten an der Ecke, das sind meistens irgendwelche schönen Missionen. False End habe ich auch erst irgendwann ziemlich schwer. Ah shit, der ist tot. Wo liegt dann jetzt da? Lass uns doch das hier machen. Dieses eine hier, dieses eine Haus hier, das was hier gleich daneben noch ist. Da ist ein Teddy. Boah, das... Ich drücke mal die falsche Kiste. Okay, den hat's auf jeden Fall gesprengt. Beschädigte Haut, beschädigtes Fleisch. Er ist nämlich gleich neben da, wo du den Hund bekommen hast, ist nämlich noch so eine andere Ranch. Machst du auch noch ein bisschen was. Oh, ich habe gerade gehäutete Pumas bekommen. 3 Vorteilspunkte. Ich hab doch schon wieder 6 Stück. Aber mehr will ich. Schade. Kann ich noch mehr? Okay. Ja, ein bisschen Gegenstände sammeln unterwegs auf jeden Fall. Das Haus ist ja eh gleich dann da vorne. Oder oben ist eine Falacke. Ja, so ein Orkenwelsch. Ja, weil du hochgerannt bist, das hat dich wahrscheinlich verschreckt. Gibt's die Pumpe? Ja. Ein Bild. Okay. Ich sag, die Mission, die ist auch gleich hier um 300 Meter, was ich markiert habe. Ja, ja, wir laufen da gerade hin. Genau, lass uns gleich noch die Kürbisform mal. Ah, oh, der Boomer, den kriegst nicht richtig, du dir. Wie läuft? Ich habe von einem Kerl am Aussichtsturm gehört, der Leute fragt, ob sie Potenzial zum amerikanischen Helden haben. Ich bestimmt nicht. Aber vielleicht ja du. Bester Schatz voll Opfer. Du gehörst auch zu denen, oder? Was war das? Ja, die Sniper ist so ungenau, das Ding. Aber, na gut. Oder die macht einfach zu wenig Schaden. Weil umso öfters du dann drauf schießt, klar gehen die Tiere irgendwann tot, aber es bringt halt nichts mehr. Das Fell kannst du dann in die Tonne kloppen.
Warte mal kurz, genau noch das eine Silo, was hier noch ist, tun wir gleich nochmal noch sprengen. Nämlich vor mich und sozusagen für dich noch Punkte. Wo denn? Wo bist du denn? Ja. Hast du die Punkte bekommen? Ja. Hier ist da hinten schon. Ja, ich bin schon relativ. Ja, ich bin auch da. Kein Alarm. Jetzt kannst du das Ding nämlich auch als Schnellreise ansteuern. Also ich bin mit einem Kumpel auf dem Copperhead-Bahngelände herumgeschlichen. Da haben wir gesehen, dass die Sekte tonnenweise Metall sammelt. Ich bin los, um Verstärkung zu holen, aber mein Freund ist noch da. Hoffentlich macht er keinen Blödsinn. Ich hab hier echt großes Ungeziefer. Ich brauche einen Kammerjäger. Weißt du? Zweifel leicht, wie du die Kultisten losgeworden bist. Vielleicht könntest du mir bei was anderem helfen. Es hängen echt viele gute Erinnerungen daran. Nicht nur von mir. Danke, dass du das für uns getan hast, Deputy. Diesmal schulden wir dir etwas. Wurdest du auch tätowiert? So, jetzt müsste es eigentlich reichen. Schalten wir es erstmal das A und O. Das andere ist erstmal egal. Wird quasi lautlos. Ideal, wenn du leise, aber tödlich handeln möchtest. Damit wird deine Waffe lautlos. Keine Sorge, wegen der eckigen Form. Ecken produzieren keine Geräusche. Achso, okay. Na, ich nehme lieber einen Rund. So. Da hier drüben hat, glaube ich, eine Mission für dich. Die Welt ist verrückt. Man muss tun, was nötig ist, um zu überleben. Wir haben meistens eine Mission auch was. Das viele reife Obst lockt Bären an. Normalerweise würden wir sie fangen und irgendwo an einem sicheren Ort wieder freilassen. Aber diese Bären haben diese Bliss-Scheiße-Intus, die Sekte hier eingelagert hatte. Jetzt sind sie nicht mehr zurechnungsfähig. Es ist zu gefährlich, sie zu fangen. Wir müssen sie einschläfern.
muss Gott sich fühlen. Wie als wenn wir... Diese Eden Skatefreaks kriegen unsere Äpfel nicht. Ich hoffe, du bist bereit, deinem Vaterland zu dienen. Ich weiß, wer du bist, Deputy, und ich weiß, was du hier machst. Ich bin Special Agent Willis Huntley. Unser Häuptling lässt Eden's Gate schon eine Weile überwachen. Ich wurde von oberster Stelle geschickt, um mich darum zu kümmern. Leider sagen die präpubertären Eierköpfe in Langley, dass wir in einer Sharing Economy leben. Bevor wir dir helfen können, musst du etwas für uns tun. Es ist wie in einem guten türkischen Dampfbad. Eine Hand wäscht die andere, wenn man so will. Steig ins Auto, dann erkläre ich es dir. Türkisches Dampfbad, alles klar. Ach, der fährt schon. Kannst du mitfahren? Nur anscheinend. Sekten zu tun. Aber keine war so gut vorbereitet wie die hier. Cool, ne? Ich bin nach vorne geklettert. Ach, Hundi rennt hier raus. Unterbummer läuft trotzdem mit. Er ist schon ein feiner Kerl. Wobei den Spiegeln von den Autos hätten sie sich ein bisschen mehr einfallen lassen können. Wir sind da. Folge mir. Das stimmt allerdings. Den Rest gehst du zu Fuß. Ich war im Urlaub und wollte alle Staaten in aufsteigender Reihenfolge ihres Patriotismus besuchen, als der Anruf kam. Der Anruf.
Der große Mann persönlich hat mich auf eine Spezialmission geschickt. Herr im Himmel, schon vom Erzählen kriege ich einen halben Ständer, wenn du verzeihst. Ist klar. Bin dann Munition. Achtung, Genosse, das Bett ist nass. Ich wiederhole, das Bett ist nass. Das Bett ist nass. Keine Zeit für Erklärungen. Euer Bunker ist aufgeflogen. Ihr müsst schnell da raus. Verdammt, ich bin bei Boyds Haus. Schicke mir einen Hubschrauber, ich kümmere mich darum. Ihm nach, Deputy. Folge dem Helikopter zu Boyds Haus. Lass das Ziel einsteigen, dann gelangst du an den richtigen Ort. Vergiss nicht, so ironisch das auch klingen mag, du sollst niemanden töten, nur überwachen. Greife das Ziel nicht an, außer du erhältst den Befehl. Da ist der Helikopter, ja. Wenn du einen Wingsuit hast, kannst du vom Turm springen und ihm folgen. Wenn nicht, gibt es da ein ATV, das du benutzen kannst. Und jetzt los! Hast du einen Wingsuit? Ja. Ich glaube nicht. Dort hab ich den. Doch, ich müsste ihn vielleicht haben. Oder? Ich guck nochmal nach. Nee, hab ich nicht. Kosten 4, kann ich mir aber holen. Schau mal ein bisschen. Steigt er nicht ein? War nicht, dass er das sieht oder hört, ne? Weil dann steigt er nämlich auch nicht ein. Weil der guckt schon so komisch. Ja. Ist so ein Komprim... Ja, der hat dich gehört. Die sind noch nicht bescheuert. Ich hab dich ja selbst gehört, wie du da hinten rumgefahren bist. Okay, lass unseren Mann in den Helikopter steigen. Nicht vergessen, wir müssen noch erfahren, wo ihr das Tape versteckt. Jeder Idiot mit einem Knüppel kann jemanden kalt machen. Spionage ist es, was uns vom Tier unterscheidet. Ja, und wie wollen wir den jetzt verfolgen? Auto. Oder nachher, oder du fährst mit dem Quad. Vielleicht wenn du fährst. Wobei, genau, du fährst, ich geh hinten drauf. Auf die Quad, geht am besten. Komm rein jetzt. Da haben wir nicht lange Zeit, um irgendwas auszusuchen. Einfach rein oder nachher. Wir müssen noch erfahren, wo ihr das Tape versteckt.
Jeder Idiot mit einem Knüppel kann jemanden kalt machen. Spionage ist es, was uns vom Tier unterscheidet. Wie weit entfernt die Karl Fertenschnur. Dann hat ihn Joseph aufgelesen und ihm eine Zuflucht geboten. Ich lasse nicht zu, dass dieser Kumbaya-Barträger dem Big Boss gefährlich wird. Feuer ist echt geil, ey. Typisch Far Cry. Oh shit, ich bin genau in der Windrichtung. Oh, hier ist ein Versteck. Okay. Bist du drin im Haus oder was? Im Haus, ja. Komm wieder hoch. Hallo. Verzeih mir, ich habe jetzt ein heißeres Eisen im Feuer. Und der kleine Vollbartaufstand hier ist unter meiner Besoldungsstufe. Früher hieß es ja mal, ein Deal ist ein Deal, aber wir leben jetzt in einem neuen Amerika. Ich weiß, du hättest gern eine Gegenleistung, aber so ist das halt. Das erinnert mich an etwas, was meine Großmutter zu sagen pflegte. Wünsch dir was in die eine Hand und scheiß dir in die andere. Mal sehen, welche zuerst voll ist. Ach, ich vermisse sie. Wir sehen uns dann. Yeah. Der Idiot ist so ein Arschloch. Zuerst und danach na toll, ne? Tarnskin. Und nur wegen so einer komischen Kassette von hier von. Ziemlich guter Tag, wenn diese verdammte Sekte nicht wäre. Könnte man dann mal noch hin. Hier nochmal das hier oben machen, das Copperhead-Gelände. Vielleicht müsstest du dir mittlerweile was, gut bekommen. Was ich beim Snarbomsel nachteilig finde, man sieht echt nicht welche Zoom-Stufe, das hätten die vielleicht noch irgendwo mit einblenden können. Ja, das ist ein bisschen doof. Weil manchmal denkst du, oh, du kannst noch ranzoomen und dann drückst du auf Zoom und dann, okay, doch nicht. Wo willst du hin? Da ist ein Schwein. Oh,
Beine braten. Plündern voll. Wenn du Federn haben willst. Hier ist ein Feder. Wo? Ja. Da. Plündern voll. Ich muss irgendwas verkaufen hier anscheinend. Oder man kriegt aus Schweinen nichts, außer Köder zum Beispiel. Ich muss bei Gelegenheit mal auch noch sehen, dass ich mal irgendwann da mal doch mal angeln gehe. Heute verkaufen, ich hab nur Federn. Ja, ich hab auch bloß Federn. Also gibt's beim Schwein bloß Köder oder sowas. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ach, hast du schon markiert, dann. Ich hab ein Ziel markiert. Dann brauchen wir erstmal ein Map. Ja, haben wir doch was. Teilweise haben sie die Autos so schön gemacht, aber dann trotzdem so wieder, naja. Andere Richtung. Also doch da, war schon richtig. Paul, siehst du nicht die Straßenmarkierung? Also wenn du auf der Straße... Doch, aber ich weiß nicht, ob das meine oder deine ist. Deshalb. Video bekommt. Irgendein durchgeknallter Verschwörungstheoretiker Ilo ist weg. Auf seiner Ranch Ton. Ist nicht mehr. Jo. So, kommst du wieder, bist schon wieder da. Alles klar. Silo. Was hier? Biene ist hier. Ja. Plündern soll. Ja, das ist wahrscheinlich Köder, ja. Oh, da ist ein Teddy. Oh, gleich zwei Sachen, ey. Okay. Dann mal da rein in die gute Stube. Fahren ja auch Züge, weil da ein Zugübergang ist. Hab ich noch keine gesehen. Oha. Was geht? Die Sekte und der Widerstand liefern sich erbitterte Kämpfe um den alten Getreideheber. Beide Seiten brauchen ihn als Nachschublager. Ich brauch... Also wenn du einen Getreideheber haben willst, diese Innovation kannst... Also der Getreideheber war da hinten. Was ist ein Getreideheber? So eine Mission. So eine...
Labor der Waffen in Konvois auf die Straße schicken. Der Getreideheber war, glaube ich, hier. Pass bloß auf dich auf. Das ist gleich auf der Ecke. Na gut, dann machen wir das erst, ne? Und die bewaffneten Konvois, die habe ich immer mit diesem komischen Intrakt gemacht. Der Widerstand liefern sich erbitterte Kämpfe um den alten Getreideheber. Beide Seiten brauchen ihn als Nachschublager. Ich brauche nichts von dem Zeug, aber für dich könnte es sich lohnen. Danach können wir noch gleich noch diese Mission machen, wo du wieder Geld kriegst.